Knaut, Informatikerin, kritische Informatikerin, hat im Sommer ihre Promotion eingereicht zur Biometrie und Vermittlung von biometrischen Systemen. Das Promotionsverfahren ist also eröffnet, wartet noch auf seinen Abschluss, ist aktiv in der GI, im FIF gewesen und in mehreren größeren, kleineren politischen Gruppen. Und ich freue mich, dass du hier heute vorträgst. Ich bin schon gespannt. Danke. So, es sind ja sogar noch Leute da. Das freut mich. Ist das von der Lautstärke her angenehm? Ja, es irritiert mich total so. Ich steige mal mit einer Anekdote ein. Ich versuche mich natürlich auch ein bisschen am Thema der Konferenz Invisible Systems abzuarbeiten. Vor ein paar Monaten hat der Vermieter des Mietshauses, in dem ich wohne, einen Aushang bei uns gemacht und hat geschrieben, dass unsere alte Wechselsprechanlage unbedingt gegen eine neue Videogegensprechanlage ausgetauscht werden muss. Natürlich vor allen Dingen, um die Sicherheit des Hauses zu erhöhen. Und ich dachte sofort, oh Gott, unser Haus, jetzt hier irgendwie eine Videogegensprechanlage, da kann ich ja niemanden mehr einladen. Was sollen denn die Leute denken, wenn ich in so einem Haus wohne? Wir sind keine Luxuswohngegend, keine Gated Community. Dagegen muss man unbedingt was machen. Und wirklich alarmierend fand ich allerdings den Satz in der Ankündigung, dass eine entsprechende Sicherung, dass Dritte keinen Zugang zu den Videodaten der einzelnen Wohnungen haben, installiert würde. Und das war natürlich sofort der Moment, wo ich dachte, okay, also wenn Sie uns zusichern müssen, dass eine Sicherung, also dass eine, ein Schutz installiert wird, dass Dritte keinen Zugang zu den Daten haben, dann haben die auf jeden Fall einen Rechner in dieser Videogegensprechanlage und werden die Daten irgendwo speichern. Witzigerweise haben sich alle Mieterinnen, obwohl wir uns gar nicht so großartig kennen, zusammen gefunden und den Umbau tatsächlich schriftlich abgelehnt. Und wir haben uns auch als Argument ausgewählt, dass wir durch die Kameras uns eben in unseren Persönlichkeitsrechten beeinträchtigt fühlen würden und dass wir das den Gästen nicht zumuten wollen. Also das haben wir uns nicht nur als Argument ausgewählt, das haben wir auch alle tatsächlich so empfunden. Und es kam prompt eine Antwort des Vermieters. Sehr zügig hat er uns alle angeschrieben und gesagt, dass wenige die Mieterinnenschaft wahrscheinlich aufgewiegelt haben, und dass wir alles nur falsch verstanden hätten. Und zwar mit diesem tollen Satz, den ich sofort dachte, das ist mein Vortragstitel. Sie haben den Nutzen der Technik offenbar noch nicht rational erkannt. Das war irgendwie so, das war so eine Formulierung, die kam mir so unglaublich bekannt vor. Aus zahllosen Grundlagenbüchern im Security Engineering Bereich, in dem es um Systemdesign geht, das irgendwie versucht, Nutzerinnen und Nutzern zu vermitteln, dass ein Sicherheitssystem, was der Überwachung und der Kontrolle dient, gar nicht so schwierig sein könnte oder gar nicht so sehr Angst auslösen muss in Anbetracht der Gefährdung von irgendwelchen Datenschutzrechten oder Persönlichkeitsrechten. Immer dann wird gesagt, okay, wir müssen die Leute einfach überzeugen, dass die Technik einen guten Nutzen hat. Und das machen wir mit rationaler Argumentation und dann wird alles schon wieder gut. Und genau das dachte ich mir, okay, das kenne ich auch aus der Biometrie. Wenn man Biometrie versteht, so die Logik der Hersteller von biometrischen Systemen, dann akzeptiert man die auch. Nochmal kurz zu biometrischen Systemen. Ich gehe mal davon aus, dass alle wissen, was das ist, aber ich sage es trotzdem nochmal. Mit biometrischen Systemen versucht man, Personen wiederzuerkennen anhand ihrer zum Beispiel physiologischen Merkmale oder anhand bestimmter Verhaltensmerkmale, also die Art und Weise, wie sie unterschreiben, wie sie laufen, wie ihr Herzschlag geht, was auch immer. Und das eben automatisch, sie als Individuen immer wieder zu erkennen. Das ist der Sinn eines biometrischen Systems. Und wir kennen das ja eigentlich alle jetzt auch schon im Alltag. Herr Koy hatte mir vorhin gerade seinen Touch-ID-Sensor am iPad demonstriert. Dann kennen wir das von Fingerabdrucklesegeräten, bei Meldeamt, bei Grenzkontrollen vielleicht, die biometrischen Passbilder, die hat auch inzwischen jede von sich angefertigt.
die meisten von Ihnen werden diese Prozeduren wahrscheinlich nicht allzu sehr mögen und vielleicht so weit wie möglich auf sie verzichten. Aber wie gesagt, wenn Sie es, Sie haben es einfach vielleicht noch nicht rational genug durchdrungen, ja, warum die nützlich sind. Ich werde das jetzt im Folgenden erklären, inwiefern im Systemdesign solcher biometrischen Systeme die Transparenzmachung eines des Unsichtbaren, wie die verstanden wird. Das werde ich versuchen, ein bisschen auszuführen und welche Ziele die Hersteller und die Marketingabteilungen, deren Marketingabteilungen damit verfolgen, dass sie versuchen, selber von sich aus Dinge transparent zu machen in ihren Biometriesystemen. Und ich werde da beispielhaft auf ein paar Biometrielösungen eingehen und diskutieren, welche Rolle Transparenz oder Rücksicht auf Akzeptanz dabei spielt. Und werde dann nochmal dagegen einen kritischen Begriff von informationeller Transparenz entwickeln, die wir wahrscheinlich meinen, wenn wir transparente, sichtbare Systeme haben wollen. Aber will so tatsächlich auch ein bisschen diskutieren, warum die Aneignung, diese Aneignung der Idee, dass man ein Informationssystem vielleicht sichtbar machen kann, warum das so schön sich auch von der Seite derjenigen aneignen lässt, sei es nun Google oder sei es Apple oder seien es eben Biometriehersteller wie Dermalog oder Cogent, 3M, was ja auch immer. Also warum können die auch so viel von Transparenz reden und warum machen die das auch mit dem gleichen Begriff und meinen aber was anderes? Meinen nämlich eher sowas wie Einsicht. Also etwas einsehen, weil man die Regeln so lange erklärt, wie Eltern, die durch die Erklärung des funktionalen Sinns bestimmter Regeln sich erhoffen, dass sie die Kinder auf etwas sanftere Weise erziehen, als mit einem, du hast verdammt nochmal an einer roten Ampel stehen zu bleiben, Gemüse zu essen oder um so und so eine Uhrzeit ins Bett zu gehen, solange du die Füße unter meinen Tisch machst. Das ist eine autoritäre Erziehungsmethode. Wir möchten den Kindern erklären, warum sie Gemüse essen sollen, warum sie an einer roten Ampel stehen bleiben sollen, auch wenn da kein Auto fährt und so weiter und so fort. Und möchten gerne auch, dass sie da als zu einer rationalen Einsicht kommen. Und das heißt in der IT-Security eigentlich die Education of Uninformed Users. Also so ein klassischer Satz zum Beispiel kann da sein. Das ist so ein Satz, den findet man eigentlich häufig in biometrischer Grundlagenliteratur in der ein oder anderen Form. Fears about a global Big Brother will be dismissed if end users are educated about the workings and purpose of the biometric system. Der ist alt, der Satz, aber wie gesagt, abgewandelt findet man das bis heute. Wir müssen eigentlich nur den Leuten das richtig beibringen. Wir müssen sie erziehen. Kann man sicherlich auch mit bilden oder ausbilden übersetzen. Denn statt Angst benötigt man Akzeptanz für solche Sicherheitstechniken. Und da ist noch ein anderes Bild, was auch aus so einem, was aus einem Lehrbuch für das Design eines biometrischen Systems kommt, wo eben auch Akzeptanz ein wichtiges Puzzlestück ist in dem Aufbau eines komplexen biometrischen Authentifizierungssystems. Das ist auch, also jetzt mal so ein Ausschnitt für so ein typisches Bild in diesem Bereich. Und für diese Akzeptanz spielt aber noch eine andere Geschichte eine sehr wichtige Rolle, nämlich Transparenz ganz explizit. Und das treibt dann tatsächlich, also das geht dann so weit, dass ich verwechsel jetzt hier immer bei, diese Rechner, dass diese Transparenz dann ganz wörtlich gemeint wird als Visualisierung dessen, was im Gerät passiert und was im Gerät gespeichert ist. Hier ist zum Beispiel dieser Versuch gewesen mit AMOLED-Displays. Vor 10 Jahren ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber doch, es war ungefähr vor 8-9 Jahren, dass die Bundesdruckerei zusammen mit Samsung so Prototypen von
flexiblen, also Ausweisen mit flexiblen Displays aus solchen OLED, also OLED-Oberflächen vorgestellt hat auf verschiedenen internationalen Messen. Und einer der Gründe, oder sagen wir mal so eine der Rhetoriken, in die das dann auch, mit denen das beworben wurde, war eben, waren so Sätze wie, dass die Transparenz der Technologie die gesellschaftliche Akzeptanz von elektronischen Dokumenten steigern wird. Das Forschungsprojekt in der Bundesdruckerei dazu ist inzwischen beendet. Aber es ist tatsächlich noch, die Idee des integrierten Displays ist geblieben. Es war damals irgendwie immer die Rede, dass es jetzt bei der EPAS 3.0 bekommt mit 3D-Passbildern, wo man sozusagen wie bei so einem kriminellen Foto alle, also eine Person aus allen Richtungen das Foto betrachten kann. Und inzwischen ist davon jetzt nicht mehr so viel übrig geblieben bei der Bundesdruckerei. Also sie haben inzwischen eine andere Art von integrierten Display in einer neuen Generation von Mitarbeiterausweisen integriert. Das ist so ein alphanumerisches Display, ist relativ oldschool, was die Nutzung erleichtern soll, weil dort Statusmeldungen und Hinweise angezeigt werden, sodass der Inhaber immer weiß, welcher Prozessschritt gerade erfolgt und was er als nächstes tun muss. Dieses Projekt heißt GoID. Und ist, wie gesagt, nur für Mitarbeiterausweise gedacht, hat aber auch ein integriertes Display. Und die Idee ist natürlich auch hier Transparenzschaffung durch Prozessvisualisierung, auch Teil einer Akzeptanzsteigerung. Es geht aber da auch noch um mehr, um die Idee, dass man sozusagen gar keine Schnittstelle mehr zu einem anderen Rechner braucht, dass man sozusagen den ganzen biometrischen Prozess auf einer Karte erledigen kann, was auch nochmal die Akzeptanz steigern sollte, da die Datenübertragung zu einem anderen Rechnersystem nicht mehr nötig wäre und auch andere Verschlüsselungspraktiken genutzt werden können. So. Teil dieser dieser Transparenz- und Akzeptanzstrategien der Industrie sind so typische Studien von meistens privaten Marktforschungsunternehmen, die dann, wenn man jetzt sozusagen heimlich mal PC-Welt oder Computerwoche liest, immer mit so Schlagzeilen aufwarten wie Studie Vertrauen der Verbraucher in Biometrie leicht gestiegen, deutsche Verbraucher akzeptieren biometrische Verfahren, Verbraucher akzeptieren biometrische Verfahren für sicheres Bezahlen, Wachstumschancen mit biometrischen Fahrzeugeinrichtungen. Also das kann man dann bei so Lobbygruppen wie auch OmniSecure, die immer die jedes Jahr, glaube ich, eine Industriemesse, Produktmesse für so IT-Sicherheitskarten, Kartensysteme machen. Bei denen kann man ständig auf der Webseite solche Studien lesen, wo im Prinzip gesagt wird, okay, das ist ein Wachstumsmarkt und die Akzeptanz steigt. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Studien alle fingiert sind, das nicht. Es gibt auch durchaus Studien, wo steht, okay, zum Beispiel biometrisches Bezahlen ist bis heute nicht akzeptiert in Deutschland oder es gibt Probleme mit der biometrischen Authentifizierungsfunktion beim elektronischen Personalausweis. Aber meistens geht es schon auch in die Richtung, endlich mal irgendwie rauszukitzeln, dass das schon eine breitere Akzeptanz gibt. Und was sind dann eigentlich die Ziele von diesen Erziehungsstrategien der Hersteller? Das ist einmal die Einsicht in die Funktionsweise und den Nutzen des Systems, dann das Verhindern von Benutzungsproblemen, damit sich User nicht so ärgern darüber, dass dieses System sie auch noch stresst, wenn es schon ihnen Daten klaut. Und natürlich vor allen Dingen die Beruhigung der Ängste über einen ungenügenden Umgang mit den persönlichen Daten der Menschen. Und ganz wichtig ist für diesen zweiten Aspekt, den ich genannt habe, nämlich, dass das System quasi verschwindet, gebrauchstauglich wird, usable wird, ist das biometrische, also ist die usable Authentication Security. Und witzigerweise gehört genau in diesem Bereich der Authentifizierung die Biometrie zu einer der gebrauchstauglicheren Methoden, seit die 1:1 Vergleiche sehr schnell geworden sind. Also es ist inzwischen ja nicht nur im iPhone ein Fingerabdrucksensor drin, sondern auch in verschiedenen Android-Telefonen.
Und angeblich haben über 80% der Nutzer, aber das ist auch wieder eine private Studie, dass über, also nee, sind sogar Apple-Zahlen, dass über 80% der Nutzer mit iPhone-Nutzer mit Fingerabdrucksensoren tatsächlich diese Funktion auch aktivieren, die Touch-ID-Funktion. Ja. Und hier ist es ganz witzig, die große Gegenwehr gegen diese Sensoren, die gab es natürlich nicht. Es gab diese aufregenden Hacks von Mitgliedern des Chaos Computer Clubs, die eben erfolgreich gezeigt haben, okay, man kann mit der guten alten Methode, mit dem Holzleim und mit der Abnahme von einem Fingerabdruck aus einem Foto, hochaufgelösten Foto oder vielleicht von der Fläche des Telefons, kann man sozusagen einen Fake-Finger erstellen und dann sich mit einem fremden Finger in ein fremdes Phone einloggen. Das Problem gibt es nach wie vor. Da gab es dann diese lustige Idee, dass man sich vielleicht einfach mit dem Fuß authentifiziert, weil da hinterlässt man in der Regel nicht so viele Abdrücke wie mit dem Finger überall. Und dieser japanische Blogger, der das damals 2013 demonstriert hat, dass das geht, hat es auch erfolgreich wohl mit seiner Brustwarze getan. Also das ist dann vielleicht nicht mehr so usable, aber bitte? Ich dachte, jemand hat was dazu gesagt. Gebrauchstauglichkeit ist eine so eine Geschichte, wenn eine Sicherheitstechnologie die Gebrauchstauglichkeit von so bestimmten Methoden sogar noch erhöht, dann hat sie vielleicht viel bessere Chancen, sich zu etablieren. Und ein anderes Erziehungsziel ist natürlich die Aufklärung über Notwendigkeit und Nutzen einer solchen Technik. Und da sollten wir vielleicht bei Biometrie inzwischen fast alle konditioniert sein. Wir wissen natürlich, biometrische Systeme sind das Mittel zur Verhinderung der schwerwiegenden Bedrohung des Identitätsbetrugs. Und dazu habe ich mal sozusagen einen Dank der Wikimedia Commons, kann ich hier diese schöne Karte zeigen. Eine der ersten Fingerabdruck-Aufnahmen kann man ja nicht sagen. Wie sagt man das? Also ihr seht, es ist eine der ersten Fingerabdruck-Aufzeichnungen von William Herschel, einem britischen Kolonialbeamten, der mit der britischen Ostindia Company in Bengalen gearbeitet hat oder also als britischer Kolonialbeamter in Bengalen gearbeitet hat im 19. Jahrhundert. Und der hat mit Fingerabdrücken und Handabdrücken experimentiert, sowohl in seiner Familie als auch dann aber vor allen Dingen mit den indischen Kolonialbeamten, die sozusagen da in der Dienste für die britische Armee geleistet haben. Und die haben dafür auch Pensionen bekommen. Es gab allerdings da Mitte des 19. Jahrhunderts schon ein bisschen Widerstände auch gegen die Kolonialherren. Und deswegen gab es so die Befürchtung, dass die Pensionsbetrug begehen und sich vielleicht also mehrfach Gelder abholen von der britischen Regierung. Und dann hatte Herschel halt vorgeschlagen, okay, ich lasse die Pensionsverträge immer mit einem Fingerabdruck gegenzeichnen und vergleiche dann, ob sich jemand zweimal eine Pension abholt. Also ich versuche sozusagen zu verhindern, dass jemand doppelt Geld abgreift. So die Legende, die historische. Es gibt da auch andere Aussagen dazu, dass zum Beispiel einfach üblich war, dort Dinge mit Fingerabdruck zu besiegeln und dass er sich davon hat inspirieren lassen. Auf jeden Fall gilt er dennoch bis heute als einer der großen Pioniere der modernen Fingerabdruckidentifizierung. Und genau diese Art der Vermeidung des Pensionsbetrugs oder der Vermeidung des Bezugs, des Doppelbezugs oder Mehrfachbezugs von staatlichen Geldern ist bis heute ein ganz wichtiges Anwendungsfeld der Biometrie. Hier ist zum Beispiel ein Foto, womit der Malog, die Firma, der wir auch alle unsere hoheitlichen Fingerabdrucksysteme in Deutschland verdanken, mit der der Malog ein System bewirbt, das sie erst Ende des letzten Jahres, Anfang diesen Jahres in Nigeria installiert haben. Und zwar soll dieses System ebenfalls verhindern, das BVN-System, Bankverifikationsnummern-System, soll verhindern, dass in Nigeria Staatsangestellte doppelte Gehälter beziehen.
Und angeblich haben sie dem nigerianischen Staat mit diesem System eine Einsparung in Höhe von 10,5 Milliarden Euro ermöglicht. Mich hat dieses Beispiel halt sehr an diese Geschichte in Bengalen vor über 100 Jahren erinnert. Ist aber sozusagen nicht das einzige Land, also es ist tatsächlich jetzt nicht nur in Nigeria so, sondern auch in Europa hat die Idee der biometrischen Identifikation zu hoheitlichen Zwecken auch immer was damit zu tun gehabt, zu verhindern, dass Sozialleistungen beispielsweise doppelt bezogen werden können. Und da hat man eben gedacht, so wenn ich sozusagen eine körperliche Identität habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand also jetzt sich mehrfach registrieren kann, so gering, noch geringer, als wenn er einfach verschiedene Namen benutzt, dass man so auch selbst in Großbritannien, ich weiß nicht wie viel in Deutschland, aber in Großbritannien auf jeden Fall dieses Argument benutzt hat, und um in einem Land, in dem 50 Jahre keine Ausweise existiert haben, dann plötzlich nach 2001 die Initiative der National ID Card auf den Weg zu bringen. Und Großbritannien ist aber witzigerweise ein ganz nettes Beispiel dafür, dass dieses Projekt, also dass da mal ein Biometrieprojekt ein nationales gescheitert ist. Warum, gibt es verschiedene Untersuchungen zu? Ich habe jetzt mal darüber geschrieben, erfolglos geblieben, dazu geheim. Als so eine Frage, weil es gibt Leute, die sagen, okay, weil die britische Regierung eben sehr viele Dokumente zu diesem Vorgang der National Identity Card nicht veröffentlicht hat, sondern die über ein Leaking so bekannt wurden, haben sie sich ins Knie geschossen, und diese No-to-ID-Bewegung ist so stark geworden, dass sie im Grunde dann doch diesen National Identity Act nicht durchbekommen haben. Interessant ist vor allen Dingen, dass sie im Prinzip sich immer nur damit beschäftigt haben, wie sie dieses Enrollment hinkriegen, Millionen von Britinnen und Briten in dieses National Identity Register, was sie gleichzeitig schaffen wollten mit Gesichtsbiometrie und Fingerbiometrie, wie sozusagen alle Britinnen da irgendwie reinkriegen, wie sie das Enrollment so umfassend gestalten, dass sich nicht beim Enrollment zufällig Leute doppelt registrieren, um dann sozusagen auch dieses biometrische System von Anfang an zu unterlaufen. Und sie haben sich wenig damit beschäftigt, Werbung bei Institutionen und Organisationen zu machen, dass sie diese Funktion dann wirtschaftlich irgendwie nutzen können. Und das ist sozusagen ein anderer Ansatz zu sagen, warum dieser National Identity Act 2010 in Großbritannien gescheitert ist. Ganz gescheitert ist er allerdings nicht. Es gibt zwar keine landesweite National Identity Card, aber für die Immigrantinnen und Immigranten aus Nicht-EU-Staaten ist das Ding geblieben. Also die müssen das jetzt auch machen, Fingerbiometrie und Gesichtsbiometrie für zur Identifikation, und müssen auch so eine Karte sich zulegen, die kostet 30 Pfund. Und es ist übrigens auch ein Märchen, dass die Großbritannien nie Ausweisdokumente hatte. Die haben im Zweiten Weltkrieg und auch im Ersten Weltkrieg auch schon mal Ausweise gehabt. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass sie überhaupt so einen starken Widerstand in Großbritannien gegen ID-Dokumente haben. Dass es da nun nicht geklappt hat mit der Etablierung, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Also die haben sind gescheitert mit Akzeptanzkampagnen, weil sie gar keine gemacht haben. Und dann kennen wir das Problem natürlich in Deutschland, die endlose Geschichte, dass hier niemand diese Ausweis-App und die Möglichkeit dieser Online-Ausweisfunktion benutzt. Ich hatte Zahlen dazu, wie wenig Leute das eigentlich nur benutzen. Es ist, glaube ich, ein Drittel haben es überhaupt aktivieren lassen. Und die Online-Ausweisfunktion, diese Ausweis-App, mit der man seine Daten einsehen kann, die auf dem elektronischen Personalausweis gespeichert sind, die ist sozusagen seit Online-Stellen 180.000 Mal runtergeladen worden, was auch jetzt nicht darauf schließen lässt, dass das irgendwie besonders viel genutzt würde. In der CT hat es vor ein paar Monaten wurde der elektronische Personalausweis erstaunlicherweise hochgelobt mit all seinen Kryptofunktionen und mit den Möglichkeiten, die es gäbe. Wäre da nicht diese teure Infrastruktur, dieses teure Kartenlesegerät, was glaube ich 100 Euro kostet oder so, für
Bürgerinnen und Bürger. Gut, das noch als ein Beispiel, wo sozusagen auf hoheitlicher Ebene das nicht so gut funktioniert mit der Transparenz. Und dann gibt es natürlich noch die Auskunftsrechte, die man allgemein hat, hoheitlich dann oft hat, wenn man sich Daten geben lassen will, die in irgendwelchen zentralen Registern liegen. Und da habe ich jetzt ein anderes Beispiel genommen, Eurodac, wo sozusagen nur Geflüchtete registriert werden, also Menschen, die ohne Ausweis an der Grenze aufgegriffen werden. Und da sind ja inzwischen bekanntlich über 2 Millionen Datensätze in dieser zentralen Datenbank in Europa erfasst. Und da gibt es die Möglichkeit für Geflüchtete nachzufragen, welche Daten da genau gespeichert sind und im Zweifel auch nachzuprüfen, ob die wirklich nach 10 Jahren gelöscht wurden und ob sie korrekt sind. Allerdings zeigt sich, dass diese Möglichkeit eigentlich niemand nutzt. Also in den Berichten darüber, wie oft das abgefragt wird, heißt es Kategorie 9 Abfrage. Und 2012 gab es noch 111 solcher Kategorie 9 Abfragen bei 2,3 Millionen Datensätzen. Also 111 Leute haben gefragt, was da von ihnen gespeichert wurde. 2013 waren es nur noch 49 bei steigender Anzahl der Datensätze und 2014 nur noch 26 bei 2,7 Millionen Datensätzen. Und diese Anfragen waren sehr getrieben davon, dass französische NGOs vor allen Dingen Leute ermutigt haben, mal nachzufragen, was da gespeichert ist. Aber in so einer Situation als Geflüchteter hat man wahrscheinlich wenig Bedarf, sich auch noch sozusagen solche Informationsfreiheitsmöglichkeiten zunutze zu machen. Also das zeigt auch jetzt vielleicht auf dieser krassen Ebene bei Leuten, bei denen Biometrie tatsächlich in einem komplett entrechteten Kontext benutzt wird, dass da Informationsfreiheit tatsächlich auch gar keine, also ein zahnloses Instrument ist. Und deswegen sozusagen selbst die Transparenz, jetzt komme ich auch langsam zum Ende, selbst die Transparenz, die jetzt nicht einfach nur so eine Pseudotransparenz seitens der Unternehmen ist, sondern auch die Transparenz, die sozusagen aus bürgerrechtlicher Perspektive oft verlangt wird, ob die tatsächlich als politisches Instrument so viel zählt im Vergleich, also bei so einer Technologie wie dann der Biometrie gegenüber Flüchtlingen, die dann möglicherweise zur Abschiebung führt, wie eine totale Verweigerung, solche Techniken zu benutzen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Protest der Grünen im EU-Parlament, die einfach gesagt haben, also wir wollen keine Kriminalisierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, wir wollen, dass die gar keine Fingerabdrücke abgeben müssen. Und also das ist sozusagen dann nicht mehr der Ansatz, macht es, aber Sie dürfen bitte fragen, was gespeichert wurde und ob auch alle Datenschutzgesetze eingehalten wurden, sondern es ist einfach, wir machen es gar nicht. So, das wäre schön. Das kann ein bisschen aus dem Blick oft geraten, dass man vielleicht sowas gar nicht macht, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, ständig sozusagen Rechte noch einzuräumen, dass man irgendwie noch gucken kann, was Schlimmes passiert. Und deswegen würde ich jetzt das gerne beschließen wollen mit dem Satz, dass informationelle Transparenz kein Instrument der Akzeptanz sein kann, und zwar weder von der Seite derjenigen, die uns Überwachungstechnologien überzwingen, noch eigentlich schon gar nicht von derjenigen Seite, die dagegen protestiert, sondern es muss eins der Gegenwehr sein, und das heißt sozusagen, es muss mehr als gefragt werden, was irgendwo gespeichert ist, sondern es muss tatsächlich auch noch dann dazu führen, dass man etwas dagegen tut, dass es gespeichert wird, dass man tatsächlich darüber hinausgeht, einfach nur sich endlos damit zu beschäftigen, Einsicht in irgendwelche Akten zu bekommen. So. Ja. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen hier? Ja, natürlich immer auf der anderen Seite des Saals. So, ich habe jetzt nicht gesehen, wer zuerst war.
Ich wollte noch mal kurz nachfragen, ob du diesen Begriff der Transparenz noch mal, also beziehungsweise beide Deutungsvarianten gegenüberstellen könntest, weil das kam auch davor in den Workshop zur politischen Informatik, dass sozusagen das Alltagsverständnis von Transparenz ist ein anderes, als wie das jetzt Google oder Facebook oder what, so whoever sozusagen im informatischen Kontext meint. Und mir ist immer noch nicht so ganz klar geworden, wer was darunter meinen sollte. Ja, ist ja auch nicht ganz so einfach. Also ich hab selber bei mir gemerkt, dass ich so einen bauchigen Begriff davon immer hatte. Und dann jetzt aber im Rahmen der Auseinandersetzung auch mit Informationsfreiheitsgesetz und dieser Frage, was versuche ich sozusagen rauszubekommen darüber, was von mir gespeichert wird? Oder welche Vorgänge bei der Informationsweitergabe oder Verarbeitung von Daten geschehen und welche Institutionen irgendwie involviert sind in bestimmte Prozesse, dass dann dieser Transparenzbegriff natürlich tatsächlich wirklich ein politischer ist, also ein politischer im Sinne, wo es wirklich darum geht, dass man als Individuum ein Recht hat, so wahrheitsgemäße, vollständige, sprachlich verständliche Informationen zu bekommen wie möglich über einen bestimmten Vorgang in einem komplexen System sozusagen. Also das wäre sozusagen die informationelle Transparenz im Sinne eines politischen Instruments, im Sinne der Tradition, die es auch schon in anderen Staaten ja seit viel, viel mehr Jahren gibt, dass man sagt, okay, da wo eine überbordene Bürokratie existiert, kann eine einzelne Bürgerin nur durch solche Informationsfreiheitsgesetze bestimmte Einblicke erlangen in Verwaltungsapparate. So, jetzt gibt's aber einen IT-Transparenzbegriff, der irgendwie das übertragen hat auf so ein komplexes digitales System und irgendwie auch sagt, okay, es gibt so eine diffuse Angst vor der Blackbox, also vor der Blackbox-Computer oder Rechensystem oder vernetzte Rechensysteme. Und da können wir doch was machen, da können wir sozusagen auch immer erklären, wie die Programme aussehen. Wir können den Quellcode zeigen, wir können visualisieren, was da berechnet wird. Wir können Displays machen, die erklären, ja, jetzt passiert ein Match, jetzt passiert das Enrollment und so. Also diese ganzen, wir visualisieren mal oder was da alles passiert. Und es ist, aber es ist irgendwie der gleiche Begriff, der dann so verschwimmt in so ein vermeintlich, also der zumindest auch von der Seite her verschwimmt in so ein vermeintliches, wir nehmen euch die Angst, wir zeigen euch, was passiert in dem System, dass er komplett sein Biss verliert und ja, ich verliere auch, wo ich gerade sehe, dass du die Stirn faltest. Also ich glaube, es gibt zwei Probleme. Es gibt auch das Problem, wer spricht davon, dass er transparent ist? Ja, das ist erstmal so die Akteursseite. Sozusagen ist ein Unterschied, ob ich als Bürgerin fordere, dass mir gegenüber ein komplexes System transparent gemacht wird, als dass das komplexe System zu mir kommt und sagt, ich bin transparent. So, ich weiß ja, wie du dich mich transparent vorstellst und mache mich jetzt transparent. Das ist sozusagen eine Transparenz, die gibt's eigentlich nicht. Nicht im Sinne der Informationsfreiheit. Das ist nicht die Transparenz, die damit gemeint ist. Das Problem ist aber, also, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Fragen beantwortet habe. Verstehst du, was ich meine? Also ich glaube, es gibt mehrere Ebenen. Es gibt einmal sozusagen so eine technische Transparenz, die irgendwie dieses aufgreift, diese Angst davor, dass man nicht weiß, was in der technischen Blackbox passiert. Die vermischt sich dann mit dieser politischen Idee, die geboren wurde, als es überhaupt noch keine Informationssysteme gab. Die Idee dieser Transparenz. Und dann auch mit diesem Gedanken der Open-Source-Community, so alles, was offen ist, ist gut. So, und erklärt auch schon alle Probleme quasi, die dann von so Start-up-Unternehmen, glaube ich, ganz positiv aufgegriffen wird, gar nicht mal immer nur mit bösem Willen, und dann aber vermischt wird mit Systemen, die eigentlich genauso einen schlimmen Zugriff auf Gesellschaft haben wie eine Bürokratie oder so, wie so ein alter Apparat, der schlecht mit persönlichen Daten umgeht oder so.
Aber ich glaube, ich habe mich wahrscheinlich jetzt verwickelt. Wahrscheinlich sogar noch schlimmer, weil es gibt natürlich noch den weiteren Transparenzbegriff, wenn man ein komplexes System sogar verstecken will. Das ist völlig transparent vom User passiert, dass die Verarbeitung. Und das heißt, man versteckt sogar das eigentliche System. Also das ist ja fällt auch unter den Transparenzbegriff in der Informatik. Also wir haben eigentlich die totale Begriffskonfusion. Je nachdem, wer von Transparenz spricht, meint er etwas völlig anderes. Deswegen spiegelt sich das auch hier wieder. Ich habe mal eine Frage. Haben Sie sich denn auch mit dieser Gesundheitskarte mal beschäftigt, wo ja auch biometrische Daten gespeichert werden sollen, wie Blutgruppe, welche Medikamente jemand einnimmt oder ob er einen Herzschrittmacher hat und so weiter. Da wurde ja auch versucht, den Leuten klarzumachen, dass das eben für sie eigentlich ein Vorteil ist und wichtig ist, aber überhaupt nicht erklärt wurde, wo die Daten dann zentral gespeichert werden, wie die verarbeitet werden, wer einen Zugriff darauf hat. Gibt es denn da eine neue Entwicklung? Haben Sie da irgendwie Informationen? Nee, bestimmt nicht mehr als Sie. Aber Sie haben völlig recht, es sind natürlich andere Daten, also es sind keine zur Identifikation der Person. Nicht unmittelbar, könnte man wahrscheinlich überlegen, ob man die dazu nimmt, aber nee, kann ich Ihnen auch jetzt nichts Neues dazu sagen. Aber gut, dass Sie darauf angesprochen haben. Ja, das ist vielleicht alles auch mehr ein Ökonom. Die Ökonomie steht eigentlich immer vor dem Problem, wie kann sie ihre Vorgänge gesellschaftlich am besten durchsetzen. Da gibt es einmal die extreme Position Diktatur. Da wird das einfach von oben durchgesetzt und verordnet und durchgepresst. Was allerdings den Nachteil hat für die Ökonomie, dass dort Kreativität auch nicht mehr vorhanden ist und dort auch keine neuen Entwicklungen stattfinden. Das ist so die historische Erfahrung, die die Ökonomie wahrscheinlich gemacht hat. Und in demokratischen, sagen wir mal, demokratischen Systemen wie bei uns, die ja zum größten Teil eigentlich auch gelenkte Demokratien sind, vom Geld, in den USA vom privaten Geld, bei uns von staatlichen Geldern gelenkte Demokratien sind. Da gibt es natürlich mehr Kreativität, aber es gibt eben auch die Möglichkeit für die Menschen zu sagen, na, diese technologische Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung, die gefällt uns nicht so, wir können uns davon absentieren. Und bei solchen biometrischen Problemen, Pässen und Ausweisen, Fingerabdrücken und so weiter, da schwingt im Hintergrund natürlich auch bei den Menschen immer noch der Gedanke, vielleicht nicht ganz bewusst, aber unbewusst mit, diese Sachen können ja auch später mal benutzt werden, wenn wir nicht mehr so eine Art Demokratie haben, sondern wenn wir eine Diktatur haben. Das heißt, wir geben irgendwelche Kennzeichen von uns her und vielleicht nächstes Jahr regiert bei uns die AfD oder so ein Trump-Ableger, so ein Oligarch, der versucht, seine Milliarden zu retten, dass er die nicht versteuern muss und so weiter. Das kann uns ja auch passieren. Und dann wird das natürlich relevant, was du dort geschrieben hast, nämlich, dass man jetzt schon überlegen muss, muss man jeden Scheiß eigentlich mitmachen oder ist es nicht doch besser, unsinnige Sachen eher abzulehnen, auch politisch oder gesellschaftlich insgesamt in größeren Gruppen abzulehnen, um zu verhindern, dass wir ausgeliefert werden einer Perspektive, die uns gar nicht gefällt. Ja. Betrachte ich jetzt als Kommentar, oder? Ja. Vielen Dank für den Vortrag. Du hast eine Sache erwähnt, die fand ich sehr erstaunlich, die war mir gar nicht bewusst gewesen, diese No-to-ID-Card-Bewegung, die sich auch durchgesetzt hat in Großbritannien. Also für mich ist England, Großbritannien in Europa, vielleicht sogar weltweit, irgendwie eins der von unter den Demokratien zumindest stärksten Überwachungsstaaten überhaupt, von den kompletten Überwachungen durch Videokameras im öffentlichen Bereich, den Gesetzen, die sie erlassen, die sich ja an Schärfe ja nun nirgendwo anders messen lassen können, was jetzt die Überwachung der Telekommunikation betrifft und alle anderen Geheimdienstbefugnisse, die sie haben. Und dann diese Graswurzelbewegung gegen ein Ausweisdokument, was wiederum in fast jedem anderen Land der Welt ganz normal ist. Gibt es da eine geistige Spaltung der Bürger, dass sie das eine zu sich machen, das andere nicht? Das verstehe ich nicht. Weißt du da was darüber? Nee, ich fand das genauso faszinierend. Also jetzt nicht nur speziell vor dem Hintergrund, sondern weil es auch so selten passiert, dass es wirklich so eine, also dass mal so ein National Identity Card Act scheitert,
Also das fand ich wirklich, ich meine, in Deutschland ist es ja auch, hat sich's oft gebrochen. Also ich glaube, der elektronische Personalausweis war mal anders gedacht, als er dann am Ende wurde, wo man dann plötzlich ganz viel optional gemacht hat, was am Anfang verpflichtend sein sollte. Aber kann ich mir auch nicht erklären. Also es gibt diese Diskursanalyse von Aaron K. Martin, der sich zumindest damit beschäftigt hat, warum es gescheitert ist in England speziell. Aber warum sozusagen die eine Überwachung durchgeht und die andere nicht. Fakt ist auch wirklich, es lief ja eine Weile und es hat sich nur eine fünfstellige Zahl von Leuten registrieren lassen, freiwillig. Also man konnte das dann schon, glaube ich, 2008 oder so, konnte man dann sich so ein Ding kaufen und sich registrieren lassen. Die wurden auch nicht erstattet, die Leute, die das sich schon gekauft haben. Und das waren, glaube ich, nur, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 30.000 und 40.000 Leute, die das gemacht haben freiwillig. Und die Initiative kam auch unter Blair. Allerdings war sie schon, war sie wohl auch unter John Major schon mal vordiskutiert worden. Und dann hat Blair erst gesagt, nein, wir brauchen mehr Polizei. Und dann kam irgendwie 9/11 und dann ging das stufenweise weiter. Und dann haben die Konservativen plötzlich gesagt, nö, wir machen das, wir lassen das. Und der Staat hat schon sehr viel Geld dafür ausgegeben gehabt. Also erstaunlich. Kann man sich mal weiter näher angucken, warum das so ist. Ich habe es mir halt so ursprünglich so erklärt, okay, es gab schon immer so eine, also es gab in UK einfach keine ID-Dokumente, kein militärisches Melderegister, so in dem Sinne, wie es bei uns ist. Und daher kommt das. Aber es stimmt ja gar nicht. Also wie ich dann lernen musste, stimmt es nicht, dass es noch nie Ausweisdokumente in UK gab. Aber eben seit den 50ern schon nicht mehr. Vielleicht daher auch. So ein prinzipielles Misstrauen, dass das ein autoritäres Instrument ist, während Kameraüberwachung das vielleicht nicht ist. Also aus meiner Sicht wäre es schon auch, aber keine Ahnung. Ja, ich wollte nur mal fragen, bei der Gegenwehr, ob es da eigentlich ein Konzept oder einen Begriff oder ein Schlagwort gibt, mit dem wir da arbeiten können. Also ich meine, es gibt ja jetzt sozusagen das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung, das ist jetzt aber eher dann eine staatliche Sache, also wie man jetzt quasi als Bürgerrechtsbewegung oder wie man es auch nennen möchte, quasi unter einer bestimmten Konzept oder Begrifflichkeit das einfordern kann, jetzt im Sinne deines einführenden Beispiels, dass wenn jetzt mein Vermieter ankommt und da irgendwas installieren will, wo Daten gespeichert wird, dass ich da keinen Widerspruch einlegen muss, sondern dass der mich um Erlaubnis fragen muss. Also das sozusagen, ne, ist ja eine Umkehrung der, nur als Beispiel, aber sozusagen auch ganz viele Beispiele und ganz viele Fragen. Also sozusagen diese Autonomie oder Selbstbestimmung, also mir fehlt da so ein bisschen eine ja, man will einen Kampfbegriff. Fragst du mich, ob ich einen hab? Hat jemand vielleicht, Gegenwehr reicht nicht? Nee, ne? Also eigentlich würde ich erwarten, dass jetzt ein Kongress wie der an so einem Begriff arbeitet. Also nicht, dass du jetzt hier irgendeinen tollen Begriff aus der Westentasche, aber das ist eigentlich die Aufgabe von Veranstaltungen wie denen hier. Also es ist einfach nur eine Forderung quasi, die ich einfach für die Zukunft mal formulieren will. Ja, das hatten wir ja auch schon erlebt, dass eigentlich so der Debattierteil und der gemeinsame Herausarbeitungsteil auch ein wenig kurz kommt bei dem Format. Aber ich denke, wir werden mal sowas wie ein Open Mic oder offenes Mikrofon sicher andenken, wo wir auch gemeinsam laut denken können und sich sowas entwickelt. Aber hier vielleicht gibt es hier auch tatsächlich schon... Ja, natürlich. Also die Wortmeldungen hier sind noch nicht, die Redeliste ist noch nicht geschlossen. Du bist eine der wenigen, die sich wirklich richtig an die Zeit gehalten haben, dass wir noch ordentlich Zeit zum Diskutieren haben. Insofern, ja, werden noch weitere Fragen entgegengenommen. Ja, meine Frage geht nämlich in die gleiche Richtung. Und wir hatten ja apropos komplexe versteckte Systeme hier kürzlich noch in Berlin Geheimdienste vor Gericht. Und ich wünsche mir eine erfolgreiche Strategie, dass der BND, Verfassungsschutz, dann wirklich mal personale Daten rausrückt, weil das tun die ja nicht. Und
für viele Geflüchtete ist es auch eben ein großes Problem, denn zum Beispiel, wenn sie abgeschoben werden und so weiter, weil oft die Geheimdienste ja übergreifend zusammenarbeiten, ne? Und vielleicht könntest du oder jemand anderer hier im Raum da ein paar Hinweise geben, wie man sich organisiert. Okay, es gibt Digitalcourage, Humanistische Union, Chaos Computer und so weiter. Die gibt es, aber gibt es da genau daraufhin zugeschnittene Strategie? Wäre auch mal eine Frage. Ich höre gerade, dass der nächste Vortrag von Gabi Weber genau darauf auch eingeht. Super, passt ja perfekt. Dann, gut, dann ist das ja auch, glaube ich, eine sehr gute Überleitung zum nächsten Vortrag. Dann danke ich dir nochmal ganz herzlich, Andrea Knaut, für den Vortrag. Dankeschön.